Moin aus Berlin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge ETS 2 hier auf meinem Kanal und mal wieder zu nachtschlafender Zeit. Wir haben exakt 0 Uhr, aber ich habe gleich Spätschicht, von daher kann ich das jetzt noch machen. Wir setzen mal unsere Tour fort. Wir haben noch so ein paar Kilometer vor uns. Wir haben unsere letzte Tour ja hier einfach beendet, ne? Und jetzt geht das mal ein Stückchen weiter hier. So, ich habe heute, genau, von Michael vielen Dank nochmal einen neuen Mod bekommen. Bezüglich hier Trailer und Cargo Pack. Das habe ich jetzt nicht ausgetauscht, weil ich glaube, aus dem Package habe ich eins hinten drauf und dann könnte das unter Umständen sein, dass da was weg ist, wie auch immer. Machen wir nicht, machen wir dann später, wenn wir diese Tour hier beendet haben. So. Genau, so, wir sind wieder flugs unterwegs mit unserem Iveco. Ich habe schon wieder vergessen, wie das Ding heißt. Aber geil ist er trotzdem. Aber man muss ganz ehrlich sagen, der hat sehr, sehr viel vom Scania, oder? Und der läuft erstaunlicherweise auch gut. Iveco, die ungeliebte Marke. Sowas fährt keiner. Doch, ich. Warum auch nicht? Hat auch eine Berechtigung auf dem Markt, ne? Ja, wenn ich das dann hier fertig habe, dann sehen wir dann mal weiter, rendern das Ganze. Dann geht's irgendwann ins Bett, eine Runde schlafen, ne? Ich habe übrigens, hatte ich euch erzählt, mein anderes Sony-Headset, was hier über Funk funktionierte, das habe ich jetzt wieder abgeklemmt und abgemeldet, das geht wieder zurück. Funk über FM. Ich habe gedacht, das wäre was. Aber nee. Der Klang wäre nicht mal das Schlimmste gewesen, aber das Ding rauscht. Es gibt Störungen bei der Funkübertragung und von der Seite her, nö. Und dann habe ich so gedacht, Mensch, mein Telefonanbieter, die haben doch auch Kopfhörer. Habe ich gedacht, Kopfhörer. Hab dann geschaut. Okay, habe ich sogar, schickt mir mal eins. Wobei ich übersehen habe, das Ding ist sogar ein Headset. Läuft über Bluetooth. Hat Noise Cancelling. Muss mal gerade ganz kurz gucken, wie sich das überhaupt anhört. Ich muss auch eben die Tasten suchen. Vor allem, was geil ist, das Ding hat eine Gestensteuerung. So. Ich sehe den Spiegel so schlecht. Ich muss an dem vorbei, das hilft alle nichts, sonst hänge ich dem gleich hinten auf eine Plane. Ja, jetzt habe ich dieses Noise Cancelling. Das ist also schon so, da höre ich tatsächlich aus der Umgebung im Prinzip überhaupt nichts mehr. Aber das kriegt ihr ja gar nicht mit, was ich hier gedrückt habe. So. Nee, das Ding hat einen genialen Bass. Ups. Ich habe heute über Handy das Headset selbst getestet, inklusive Mikrofon. Absolut sauber. Bombastische Klangqualität. Ja, und tatsächlich auch mit über dieses Bluetooth, wo der jetzt drüber arbeitet, nicht eine einzige Funkstörung da drin. Nee, ist meins. Kostet aber auch mal knapp 170 Euro, das Kindchen, ne? Ja, und das andere geht... Ey! Das andere geht halt zurück. Oh, da steht schon wieder ein Hubschrauber. Pass auf, der haut uns wieder alles klein hier. Ich bin heute wieder der Mogler.
Eins verstehe ich gerade nicht. Warum steht da Magirus? Was hat Iveco mit Magirus? Ich kenne Magirus Deutz. Und ich kenne Iveco. Das ist, glaube ich, gehört zu Fiat. Aber was hat Iveco mit Magirus zu tun? Ja, naja. Nee, jedenfalls habe ich, denke ich mal, also jetzt am PC. Ich habe es auch so gemacht, dass der nicht direkt per Bluetooth angemeldet ist am PC, damit er mir halt nicht immer die ganzen Soundkarteneinstellungen der ganzen versaut. Sondern ich habe dann einen Transmitter drin, der nimmt das Lautsprechersignal auf von der Soundkarte und leitet das über Bluetooth weiter. Er kann auch immer nur eine Richtung, entweder senden oder empfangen. So, wenn ich ihn als Kopfhörer nutzen will, ist Empfang vollkommen ausreichend. Das Ding hat 30 Stunden Nutzungszeit. Und ist einfach genial, also. Es ist perfekt. Und ich habe keinen Stress mehr mit irgendwelchen Kabeln, die ich vielleicht durchreißen könnte oder sonst irgendwas. Schon schön. Und auf der rechten Seite Gestensteuerung, ne? Du hast keine Tasten für laut und leise, du hast echt Gestensteuerung. Aber gut, wir sind hier im ETS. Ich wollte euch nicht mit meinem Kopfhörer vollsülzen. Wenn ich so auf die Uhr gucke, kann ich schon mal sagen, Däumchen wären Träumchen, Abo noch viel schöner. Schau doch mal auf meinem Twitch-Kanal vorbei. Dort bin ich dann ab und zu auch mal im Livestream unterwegs. In der nächsten Woche könnte sein, eventuell nach Feierabend dann mal, dass man da so die eine oder andere Tour noch so fährt, so ein, zwei Stunden. Ja, und ansonsten, wenn ihr Lust habt auf RP oder in einer Gruppe mal zu zocken, dann genau, bei Chaos Farming reingucken. Ganz wichtige Geschichte. Oh, was ist das denn da? Bei Chaos Farming reingucken, wenn ihr im RP mitmachen wollt, dann bitte auch Ups, Rainer oder Patrick ansprechen und dann seid ihr dabei. Ja, hier haben sie ja ordentlich was ausgegraben, ne? Mein lieber Herr Gesangsverein, ne? Was hat unsere Oma immer gesagt? Mein lieber Herr, komm barfuß. So. Ich habe keine Ahnung, wo dieser Ausdruck wegstammt, aber alles gut. Wir sind gleich bei unserem Empfänger. Dann bin ich echt am Überlegen. 8 Minuten haben wir weg. Das wäre reichlich kurz. Ne, ich fahre mit euch dann zum Schlafen. Und bevor wir dann die nächste Tour aufnehmen, werde ich dann den anderen Mod reinschmeißen, was die Trailer und Cargo Pack angeht. Koschalin, Gdansk. Kommt nicht. Da kommt auch nichts zum Fahren, wa? Müsste meinen Sitz hier noch einstellen. So, wo sind wir denn? Rechts rum oder was? Oder links rum? Ne, rechts ist eine Werkstatt. Das ist eigentlich ganz gut. Da können wir dann den Wagen mal reparieren lassen. Hier müssen wir rein, wa? Ja, nee, ist klar. Na, wir hätten ja auch. Jetzt hängen wir auch noch fest. Das war auch klar. Ist auf den letzten Metern gibt es noch Probleme. Du guck dir das an. Das ist unglaublich. So, pass auf. Mal sehen, dass wir hier drehen.
Sinalco-Kisten. Würde sagen, wir sind scheiße. Und so kann man natürlich Zeit vertrödeln, ne? Ganz klar. Wenn man zu weit einschlägt, dann wird das nichts. Dann hängt man irgendwo drin, aber ich glaube, ich sag mal lieber nix. Grundsätzlich waren die damit schon zufrieden. So, Abflug. Jetzt bin ich gespannt. Ich bin so gespannt. 11 Minuten haben wir rum. Ausgezeichnet habe ich das gemacht. Na, das war klar, ne? Das habe ich ja auch gefahren. Das ist absolut. Oh mein, ich bin perfekt, was da dran geht. So, pass auf. Wir gucken auf die Map. Wir können natürlich jetzt sagen, wir fahren hier zur Werkstatt einfach rüber. Lassen die Karre da reparieren, schlafen eine Runde und dann war es das für heute. Das können wir auf jeden Fall machen. Das ist dann nicht so weit. So, und dann gucken wir. Nee, dann gucken wir nicht, was wir als neue Fracht haben. Dann werde ich nämlich im Off erstmal den neuen Mod installieren. Gucken uns das Ganze mal hier wieder überall gebaut, ne? Und ich bin so ein bisschen wie Pete Glocke. Ich fange Sätze an und bringe sie nicht zu Ende. Das ist schon Katastrophe, sowas. Da ist die Werkstatt, guck mal. So, Wartung, alles noch in Ordnung, Mensch. 426, eine Kleinigkeit hat er trotzdem gehabt. Egal. So, pass auf. Jetzt stellen wir uns hier vorne mal rückwärts neben den Mercedes. Und dann werden wir eine Runde schlafen. Ja, aber die Folge hier ist an der Stelle tatsächlich zu Ende. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Bleibt gesund und ich hoffe, das Ding sieht geil aus. Das sieht einfach mega aus, finde ich. Bleibt gesund und ich würde sagen, wir sehen uns dann morgen früh an dieser Stelle wieder. Und bis dahin sage ich erstmal ciao, ciao. Macht's gut.